Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 7. Attacke, der füttert hier einfach Tauben. Das ist hier verboten. Hua, tschi-tschi-tschiu. Zieh deinen Baseballschläger, Cloud. Nicht lang fackeln. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco-Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will einen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Lass uns gehen, ja? Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Nimm's mir nicht übel. Ein Tag, wie er im Buche steht. Oh? Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Ich hasse Gewalt! Bleib zurück! Ja! Muss ich wieder blocken? Ist das alles? Kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Das kann ich nicht. Du willst nur nicht. Auf Nummer sicher. Jetzt wirst du mal analysiert, mein lieber Root. Ein Mitglied der Turks, eine Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Mit seinen stählernen Muskeln verlässt er sich im Kampf lieber auf seine Fäuste als auf Waffen. Windelementarattacken füllen seine Schockleiste. Okay, Wind. Na dann, Wind habe ich zum Glück zufälligerweise. Wind kann er haben, wenn es leider nichts ist. Gestatte mir, meinen Partner zu rächen. Versuch's. Tja, da guckt er. Vielleicht noch ein bisschen Eis dazu. Na, guck und schon. Ich hab genug. Ah, das ist so gemein bei diesen Bossen. Wenn die dann immer in die nächste Runde wechseln, obwohl sie gerade gestunt sind. Ah, nervt mich das. Nein, ich fange jetzt erst richtig an. Hörst du jetzt auf? Nein, hab meine Befehle. Könntest den Job wechseln. Das war's dann. Nicht so stark, wie du vielleicht denkst. Unterschätz mich nicht. So, ich glaube, das war's schon. Bitte, lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Unterbrechung! Aber die Slums im Sektor 7 rufen, die Sache kann nicht warten. Ja. Also beweg dich sofort hierher. Verstanden. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen? Na dann.
Root, ist gar nicht mal so gut. Da war der andere irgendwie in der Kirche, der Rothaarige, noch ein härterer Gegner als Root. Aber andererseits waren wir zu zweit und ich hatte einen riesigen Baseballschläger und er hatte nichts. Außer eine Ersatzbrille, die er auch dringend brauchte. Insofern einigen wir uns von mir aus auf unentschieden, Root. Warte hier! Na gut, okay. Oder komm einfach mit. Na gut, okay. Ach, da geht ja auch noch ein Weg hoch. Da waren wir noch gar nie. Mehr Blumen und was Lilanes. Nein, ich will zum Lila Loot. Ich hasse das. Wenn einem Cutscenes zeigen, gucken wir, da ist was. Aber sie lassen einem nicht hingehen. Ah. Oh. Redest du mit den Blumen? Also, das war mein Tag heute. Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug. Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt, siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Wieso das denn? Komm, gehen wir! Nun antwortet ihr schon. Und was? Sagen Sie? Gut gemacht. Oder sowas. Ja, das haben wir. Und die Blumen haben für uns nämlich noch was. Ein MP-Boost, den wir vermutlich nie benutzen werden. Da, 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 da. Du willst schon zurück? Ja, warum denn nicht? Ja, ich hab genug. Wo seid ihr gewesen? Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich deck den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause. Diese Augen. Sind Sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung.
Aber ich möchte, dass Sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Schon erledigt. No. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Oh. Ich hau dann mal ab, wie gewünscht. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Final Fantasy VII damals schon aus zwei verschiedenen Drehbüchern quasi oder Spielideen oder Einstiegsideen auf jeden Fall zusammengeworfen wurde. Und deswegen hat das Spiel irgendwie zwei Intros, zwei Einstiege, zwei Tutorial-Bereiche, wenn man so will, irgendwie. Ne, erst das mit den Terroristen, mit den Ökoterroristen, mit Avalanche und dann stürzt man ab und dann beginnt hier nochmal irgendwie der zweite Einstieg in das Spiel. Still dich heimlich aus dem Haus davon, ohne dass Aerith etwas bemerkt. Pass auf, dass du keine Dinge umstößt oder Lärm verursachst. Das ist ja eine bekloppt witzige Idee irgendwie. Das wäre ein Eimer und gehen so weiter. Sie endlich? Oh, puh. Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch. Die hat mich erschrocken. Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Warum denn so aggro? Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Hey, ich würde ja gerne. Danke. Ich versuche es. Es ist nicht so leicht. Nichts für ungut. Hier nachts. Ach, der Blumenlieferant. Ich wollte mich noch dafür bedanken, dass Sie den Kindern geholfen haben. Sie reden nur noch über den Soldaten, der Sie gerettet hat. Sagen Sie Aris doch auch Danke von mir. Okay. Okay. Ach, sind das jetzt die Dekorationen? Nee, das sind Rüben. Ich glaube, ich habe die Dekoration verpasst, oder? Naja, egal. Ich werde versuchen, mich etwas. Na dann. Ich bin mal gespannt. Na. Huh. Wie? Das ist aber mal ein Zufall. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Zeigst du mir den Weg?
Mit Vergnügen. Hey, Cloud. Was ist denn los? Ach, nichts. Ich finde die Aerith wirklich sehr unheimlich. Wenn ich an Cloud Stelle wäre, würde ich mich echt von der fernhalten, so gut es geht. Aber gut. Man kann den Himmel sehen. Weil die Platte eingestürzt ist. Der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt, sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Hab ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Na dann. Die Abkürzung. Los geht's. Ich fand die erste Hälfte des Spiels, also die erste Hälfte von dem, was ich bis jetzt hier mit euch gespielt habe, irgendwie besser als das hier. Das ist mir, wisst ihr, das ist das Problem. Die wollen hier halt jetzt, die ganze Passage dient halt quasi nur dem, dass man eine emotionale Bindung zu ihr aufbaut. Und ich finde sie echt creepy und unangenehm. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Und deswegen ist der ganze Bereich für mich halt eher so jetzt so, ja, können wir jetzt bitte mal weiter in den nächsten Abschnitt. Come on, beweg dich. Aber die Nebenquests wollte ich dann doch auch wieder machen. So viel Zeit muss sein. Noch dazu haben wir dafür diesen Baseballschläger bekommen. Und der ist einfach super. Trümmer der Platte hat man einfach hier liegen lassen. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, ne? Bring wir hinter uns. Die kennen wir grundsätzlich schon, aber ich weiß nicht, ob wir die auch schon analysiert. Also die Version quasi. Aber ja, haben wir auch schon. Ja! So, bevor wir jetzt hier aber weitergehen, machen wir jetzt für heute erstmal Schluss, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und im nächsten Bereich, in Sektor 6, wird es interessant, denke ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das Originalspiel vor vielen Jahren mal gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich glaube, an Sektor 6 kann ich mich noch erinnern, weil ich da sehr lange hängen geblieben bin im Originalspiel und nicht wusste, wo ich hin muss und von A nach B die ganze Zeit gelaufen bin und mir gedacht habe, so, aber geht's weiter? Naja, mal schauen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!